Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES und wir zwischen hier mal direkt in den nächsten Level rein. Und das ist mal nur ein Schwimmelevel, das ist echt kacke. Ich hasse Schwimmelevel, geh mir auf den Sack, richtig tierisch und doll. Kann ich nicht ab, weil da fehlt die Action. Die sind einfach nur stressig. Und dann die Igel, die fallen so schnell. Geht ja auf keine Kuhhaut. Wir haben's geschafft. Ganz schnell. Es ist euch schon mal aufgefallen, also ich finde, dieser Berg oder was es auch immer darstellen soll, sieht irgendwie aus wie, wie eine abgekrüppelte Hand, die so ein bisschen eine Pistole zeigt oder ein Piece. Ein ganz krüppliches Victory-Piece, so halt mit zwei Fingern so auseinander, ein V bilden, Victory, genau. So wie Mario das immer macht. Ja. So, welchen jetzt? 1, 2 oder 3, letzte Chance vorbei. Ich nehme jetzt den mittleren, ich nehme immer den mittleren eigentlich. Ich glaube, das Spiel möchte uns zeigen, wir sollen mal eine Feuerblume nehmen. Nehmen wir die da. So, mein Freund. Jetzt werde ich dich sowas von abschießen. Schießen! Einer nur? Das doch, obwohl er groß ist. Oh, ein Wölkchen. Das ist auch cool. Die Wolke, die macht genau das, was man denkt. Man kann mit der Wolke fliegen. Ist ja klar, weil das ist ja eine Wolke. So, den hier noch kaputt. So, tschüsschen. Zack. Ein P. Mit dem P kann man auch fliegen. Dann kriegt man diesen lustigen Anzug, mit, wo man dann halt mit fliegen kann. Hier mit dem Schwänzchen wackeln und so. Und dann hat man nur unendlich P. Halt, wenn man hier anfängt zu rennen, kriegt man ja P. Ne, P für Power oder so. Oh, voll geil. Aber voll geil schreibt man ja mit P. Wer es noch nicht wusste, der weiß es nun. So. Ja, genau das hier. Damit kann man ja fließen. So. Ja, wenn man genug P hat. So. Das war echt dämlich. Das gebe ich vollkommen zu. War ja doch langweilig, wenn ich hier alle Level ohne zu sterben gebildet, mache ich das einfach so. Ja, ja, alles so schön leichtbar. So. Und was hat der für uns? Ein Sternchen. Na doch. Wo ich ja auch so ein Fan von Sternen bin. Wenn man die Level viel zu einfach. So. Und nochmal die Nummer 5. Ich habe mir vorgenommen, hier wenigstens alle Level zu spielen. In einer Welt. Bis ich keinen Bock mehr hab. Höher. Haha. So. Ding, 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 ding. Los, zieh den Kopf ein, Junge. Ach, der verfolgt mich. Das sind die Verfolge-Dinger. Na klar, weißt du. Sowas muss man unbedingt einbauen, damit die Leute sich richtig schön ärgern können. Naja, ist ja. Doing! Ha! Wow, da oben ist ja noch eine Wolke gewesen. Das ist ja nice. So macht man das. So spielt man ungefähr Super Mario. Nur noch ein bisschen mit weniger, dass man vom Gegner getroffen wird. Ne? Beim nächsten Mal schaffen wir es vielleicht wieder mal. Oder auch nicht. So. Jetzt kommt die Level 6, man. Oh yeah. Boinky boing. Boom boom. Ja, hier gibt's auch noch was ganz Besonderes in dieser Level. In dieser Level, man. Springen vom Kopf auf, so. Jetzt gehen wir hier rein. Und kriegen mit. Wow, hier ist ja alles wieder normal. Dann gehen wir wieder rein. Stell fest, wow, hier ist hier wieder alles riesig. Und dann gehen wir wieder rein. Wow, hier ist hier wieder normal. Geil. Ich mag's jetzt aber wieder normal. Das ist, also für mich, so in der Theorie. Vielleicht kennt der eine oder andere. Na klar, wisst ihr, ey, so ein Scheiß hier muss man unbedingt bauen, ey. Ihr Alter, da könnte ich schon wieder platzen. Jedenfalls habe ich so ein bisschen Theorie. Man kennt ja hier Super Mario 64.
Da gibt es ja diesen einen Level, wo man in drei verschiedene Bilder reinhüpfen kann, die eigentlich gleich sind. Nur, dass man in diesem Level entweder mal normal ist, dann ist man mal klein und mal ist man riesig. So. Und das sich halt hier auf diesem Level sozusagen basiert. So, das ist meine Theorie. Hopp. So, machen wir mal klein. Beziehungsweise wieder groß. Oder immer ist mir. Ah, auch Schnurz. Warum ist hier nichts drin? Oh man. Hey. Eigentlich. Nein, Mann! Nein, Mann! Alter, wer baut denn so eine Kacke? Junge, Junge, das geht ja mal auf gar nicht. Boink. Boink. So, vielleicht ist da noch was versteckt. Ah. Können wir den da mitnehmen? Ich den? Aber ist nichts drin. Schade. Bam. Na klar. Na klar. Mann ey. So, jetzt nochmal schnell hier. Schnell durchlauf hier. Leck mich da alle. Komm hier, mach Platz, Mann. Ich spring hier einfach durch. Oh ja. Mir egal, ich hau euch tot. Das tut nun mal Not. Das ist doch unmöglich! Geil. Ich glaube, der hält sogar ewig. Bin mir nicht sicher. Da muss ja sehen. So. Oder nicht. Haha! Man muss das ja mal testen. Ich bin so schlecht heute. Geht ja gar nicht. Ich glaube, ich verwerfe die Aufnahme. Das geht ja überhaupt nicht. Ey. Das ist ja unmöglich. Wolke. So, dann sind wir auf die Wolke. Habe ich das fehlinterpretiert? Mit der Wolke kann man Level überspringen? War das so? Man weiß es nicht, man munkelt aber. Nein, kommst mit. Na los. Na, nein, Mann! Ja. Na, so kann man es ja auch machen. Da bin ich nicht früh auf die Idee gekommen, Mann. Das ist ja scheiß blöd. Ich bin ja scheiß blöd. Scheiß blöd. Scheiß blöd. Was ist denn? Hau ab, Mann. Geht immer gar nicht. So. Boinky boink. Oh ja. Boinky boink boink. Oh ja. Dong. Lol. Und jetzt komm schon. Hat nicht geklappt. Verdammte Axt, Mann. So. Können wir uns endlich wieder dem Schloss widmen. Ah, da vorher haben wir wieder dieses Pilzhaus. Pick up a box, its content will help you on your way. Wieder. Oh yeah! Das ist der sogenannte Waschbär-Anzug, den ich euch direkt präsentieren werde, weil ich den so toll finde. Waschbär-Anzug, Anzug, zack. Hi, der ist so toll. Da kann Mario nämlich fliegen. Oh, der kann Kirby nachmachen, ein Stück weit zumindest. Zack. Oh, ich bin eine Statue. Nach unten drücken, schießen drücken und dann nach unten gedrückt halten, dann wird auch mal zu Stein und der geht auch von alleine wieder weg. Naja. Jedenfalls kann man dann von einem Gegner eine Zeit lang nicht getroffen werden. Wahnsinn. Es ist absolut unglaublich. Nein, die lassen wir erstmal runterkommen. Doink, die doink, die doink. Huh. So war der Plan jetzt eigentlich nicht. Oh, hier ist wohl eine Tür versteckt. Gehen wir doch mal rein. Oh, guten Tag. Mm-hmm.
Warum ging das jetzt nicht? Sehr nice. Ne, ich will nicht wissen, was da drin ist. Das ist mir egal. Verdammt. Oh man. It's no good. Gab's da nicht auch mal einen Trickfilm früher, wo irgendwie der Bösewicht is no good heißt? Hab das irgendwie so was in Erinnerung? Tool. Is no good. Bla 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 bla. Kann damit gerade nichts mehr selber anfangen. Ne? Hui. Diese Level mag ich. Diese Donut-Welten sozusagen. Nein, ich habe Angst, was hier passiert. Hör doch mal ein Ding. Ein Ding nicht bummig. Nee, meine. Du solltest doch eigentlich springen. Na egal. Da wird schon irgendwas drin sein. Könnt ihr euch mal selber mit quälen. Ein Leben. Zwei Leben. Drei Leben. Wahnsinn. Viele Münzen. Nice. Nice. Oh ja. Los, komm schon. Jetzt Endgegner sofort. Oder auch nicht. Hat's mal kaputt gemacht. Ich hab Schieß. Oh, hier ist er doch. Guten Tag. Komm her, da komm, mein Kleiner. Ja, fein. Ja, bist du eine feine Schildkröte. Ja, feine Schildkröte. Schildkröte, oh, bist du kaputt? Jetzt hab ich so kaputt gespielt. Mann, ey! Sie macht das Spaß. Hurra! So. Bisschen spät eigentlich für ein Schloss, wa? Aber egal. Oh, ein Dino. Oh, es ist so schlimm. Der König wurde in einen Dino verwandelt. Bitte finde die magische Wand, so dass wir ihn zurückchangen können, man. Du bist doch hier so ein cooler Mario mit Waschbäranzug. Bleibt ja hier mal die Zeit einhalten. Ich glaube nicht. Bitte. Ah, ne, doch nicht. Das ist nur Flammenwerfer. Mit Flammenwerfern kann ich manchmal umgehen. Nein, ich habe Angst davor. Ey, das muss ich jetzt mal direkt ausprobieren. Feuer? Ah, oh, cool. Mit Feuer kann man das sogar kaputt machen. Das ist ja geil. Hammer, nice. Und es kommt nicht mehr wieder. Geil. Naja, was soll's. Geh weg, Mann. Boah. Das war knapp, Mann. Das war knapp. Das war knapp. Immer mal beobachten, was hier so alles schön passiert. Hup. Boom. Okay. Boom. Geht nicht. Mit dem nicht. Das ist ja cool. Ja, das ist mir neu. Jetzt geht's nicht mehr. Verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Soll ich jetzt lang oben oder unten? Ich glaube, ich will unten lang. Mir ein bisschen mehr noch safe aus. Aber ich bin mir nicht sicher. Wie das hier alles wackelt. Boah. So. Ich meine, jetzt oben lang, jetzt gehe ich oben lang. Ja. Oben. Jetzt muss man mal auf. Mal gucken. Der macht kein Feuer. Vielleicht macht er dann ja the boom hier. Raketen. Also. Das verbrennt einen ja fast den Pelz. So, weg damit, Mann. Jetzt hier rein. Und das dem Endgegner zeigen. Oh. Nett.
macht ja gar nichts. Der ist ja blöd. Hey, warum macht denn der nichts? Langweilig. Klar. Oh yeah. So, mal gucken, wie der König hier aussieht. Die Level, die werden ja noch ein bisschen länger, das weiß ich ganz genau. Zumindest die Welten werden größer. Oh, guck mal da, ein Bagdad-Mensch. Thank you, kind Raccoon. Die Raccoons. Kann ich mir mal angucken. Die Raccoons, das war ein cooler Trickfilm damals. Please tell me your name. I'm the Super Mario. Oh, greetings. The thief who stole the whistle has escaped to the east side of the sand dunes. I have enclosed a jewel that helps protect you, Princess Toadstool. Und nochmal so ein komisches P-Dingsbums hier, ey. So. Schöne Reggae-Mucke. Geht das euch noch kurz genießen? Und beende damit diesen Part. Also, ich freue mich drauf, wenn es wieder heißt Let's Play Super Mario Bros. 3 auf dem NES. Wir sehen uns, macht's gut, bis dahin und tschaußen!